Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rascal Ruby, der Community Edition von Sephiron. Jo, ich hoffe, euch hat der Beginner-Part gefallen und ich habe eine Überraschung. Durch Pika-Hex. Ich konnte zwar, also wenn ich jetzt einfach über Pika-Hex zur Ruhe und so hätte, erstellt, wären die nicht wieder so rausgekommen, wie sie eigentlich sein sollten. Aber ich dachte mir, ich hole für uns. Wie ihr seht, Pampers ins Boot. Kira ins Boot. Also das Stahl-Kristall-Tarnhill. Und Polaris. Und es hat sogar die Attacke Niedertracht von, von Legenden Arceus. Das ist noch witzig, weil ich ursprünglicherweise mal unter Sephirons Video, unter eins davon, in der Naslog geschrieben habe, es wäre doch cool, wenn das Zoroa irgendwie die Signature-Attacke hätte von Hisui. Und ja, Just Patrick hat es eingefügt gehabt. Also ich feier's. Richtig crank. Ja. Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen weitergespielt, weil das Supermarkt-Tutorial will keiner sehen. Wir gehen jetzt hier hin. Wir haben natürlich Pampers ausgewählt. Denn es gibt einen kleinen Trick, den man hier machen kann mit Pika-Hex. Denn man kann ja man kann vorher hier über Citra, geht man einfach hier auf Emulation, speichert den Spielstand, bevor man das Pokémon auswählt, also über Citra selbst. Dann, wenn man das Pokémon, ausgewählt hat, speichert man im Game selbst, lädt dann die Daten in Pika-Hex, geht dann auf Ansehen bei Pika-Hex, so dass du das Pokémon so die Daten und so siehst, speicherst dann das ausgewählte Pokémon auf dem Desktop ab, machst dann wieder Citra laden, in dem Sinne, dass du den alten Spielstand, bevor du die Pokémon ausgewählt hast, wieder hoch. Dann nimmst du das nächste und wieder das nächste. So kannst du alle drei in einem Run verwenden. Das ist ziemlich cool gemacht. Danke Pikax dafür. Mal überlegen, für was für Pokémon. Oh, hier ist Sunny. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Einen besseren Grund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt's nicht. Ah, du willst mir einen Vorgeschmack geben als, also im Leben als Trainer. Der Witz ist, ich weiß nicht, was mit der ROM los ist, aber selbst wenn ich wenn ich OBS nicht anhab, spackt das Ganze, ne? Also da kann ich gar nichts dagegen tun. True Story. True fucking Story. Hui. Macht ganz schön viel Schaden. Das war ein Crit-Treffer, okay. Und als kleiner Ding. Weil das halt eigentlich da nicht im Spiel vorkommt, dachte ich mir, falls irgendwo mal Pampers sterben sollte. Na gut, heil unser Team. Oh, schon flirten, jetzt schon. Ich weiß gar nicht, ob das bei Sephiron anders war. Ich glaube ja.
Schade halt, dass man den Text wieder zurückgestellt hat. So, Moment. Ich speichere kurz mal, weil ich keinen Bock habe, das Ganze wieder zu machen. Ich habe hier AZ Floyd. In Shiny. Ja. Blütenhülle. Na. Habe ich mir kurz über Pika Hex erstellt. Da will ich eigentlich, wenn Pampas mal stirbt. Und ich möchte es eigentlich dann reinnehmen, wenn wir mal ein doppeltes irgendwo finden, weil wir haben ziemlich viele Wasserrouten. Und wenn irgend an einer Wasserroute wieder doppeltes, so eine doppelte Scheiße vorkommt, können wir das dann einfach so reinballern. No? Das ist halt so meine Überlegung gewesen. So haben wir ein Pokémon, was eigentlich gar nie im Spiel vorkam, auch mal on point. Na? Wäre doch was. Ja, hier ist halt wieder alles Standard. Und dann gehen wir mal auf die wilde Pokémon-Fangtour. Weil solange wir keine Pokémon haben, können wir sowieso nichts machen. Und schleichen geht hier auch nicht wegen des Emulators. True Story. Also man kann es einstellen, ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, laber nicht. Ich möchte einfach. Let's go. Oh, Mami kommt da noch, glaube ich, ne? Ja, ob ich mir alle schnappe, das ist so bei der Naslok. Ja, eher weniger. Ich wollte einfach mal alle drei Starter ins Rampenlicht schießen, damit ihr auf jeden Fall irgendwie zu, na, zum Ergebnis kommt, was ihr am besten verwenden möchtet, na. Ich bin ja wirklich eher der Verfechter von Zorua, vor allen Dingen, wenn es Hisui Zorua ist, aber du kannst ja nicht alles haben, leider. 10 Pokébälle. So, und jetzt kommen wir zum großen Highlight. Achtung, das erste ist eigentlich immer Standard, dachte ich. Nein, das ist nicht Standard. Wahrscheinlich habe ich das vorhin schon getriggert. Teddy Ursa. Ja gut, fangen wir aber instant. Wenn es nicht umkippt. Instant, Fanbrise. Uiuiuiuiui. Alles fit. Ich mache es so, anstatt dass ich eben diesen Encounter von eben, ich glaube, das wären Pfiffchen eigentlich. Mit einer versteckten Fähigkeit wie Eiszahn. Darf ich mir einfach noch ein zweites dort oben fangen? Genau in demselben Gras. Weil ich halt nicht schleichen kann. Na. Teddiursa. Alles klar. Benenne ich noch nicht. Das kann ich via Pika-Hex machen. Alles andere, ja. Aber Teddiursa mit Adrenalin, ja, kann man sich gönnen. Sieht auch aus, als hätte man es ausgeschalten hier.
Man sieht's ja gar nicht. Also gut, fangen wir es halt einfach so. Einfach so, noch ein Encounter. Das ist, glaub... Ist das der Standard-Encounter hier? Das ist weiblich, scheiße. Ich will doch ein Fiaro mit Orkanschwingen, weil hier ist es noch OP, Mann. Mann, oh. Los, männlich. Oder du kommst... Megataubos. Männlich? Okay, es gibt einen Megataubos. Aber sowas von. Oh. Lass es leben, Togepi. Was ist denn du für Werte? Also ich habe schon gesehen, es hat 39er auf Special Attack, aber trotzdem, es sollte nicht wirklich, also vom DV werden. Heieiei. Los. Let's go. Mega Taubos, auch nicht schlecht. Nehmen wir. Bringt uns nur für die nächste Arena nichts. So, jetzt gehen wir noch einmal oben lang. Route 103. Ja. Na komm. Gib uns was Geiles. Also wenn du kein Weibchen bist, weil das ist eindeutig... Ja. Ich muss dich leider fangen. Felilu. Heuler. Gut, wir machen uns beide nicht viel. Und ich drücke sicher kein Metronom, wenn Explosion droppen kann. Wo lebe ich denn? Oh, wie niedlich. So, und dann Bälle, Pokéball, go. Hey, ich hoffe, ich krieg da echt noch besseren Stuff, ey. Dankeschön. Wie soll ich sonst gegen den Arenaleiter klarkommen? Denn ihr müsst, was ihr noch nicht wisst, jeder Arenaleiter hat mindestens ein Mega. Ja, jeder Arenaleiter. Uff. So. Team zwar complete, aber nicht so mein Ding gerade. Ich feier's. Nächstes. Oh boy, Mega Turtok. Ich seh's kommen. Es ist ein Männchen. Ich darf's fangen. Oh boy. Feenbrise. Interessant. Hat sicher eine heftige Catch Rate. Ich kann kotzen, Mann. Als ob. Hat das Ding schon... Aquaknarre und Rutenschlag. Hey, ich will doch nicht nochmal... Ein Crit und das Ding ist tot.
Och Gott, Togepi, ich hasse dich gerade. Das ist dir bewusst, ne? Also ich lieb dich, ne? Weil es nicht getötet wurde. Aber dennoch. Los. Ausweichen. Ausswitchen. Oh Gott. Bruder. Nein. Mehr schwächen kann ich dich nicht. Willst du mich verarschen, Bruder? Interessant. Übrigens, in Kämpfen kann ich genau 3 Tränke verwenden. Und auf die werde ich auch zurückgreifen. Ich scheiße auf eine Hardcore-Naslock. Wenn mir solche Viecher schon den... Komm, komm. Los jetzt. Du hast ein scheiß fucking KP. Neutraltor, so. Ich hab... Doch, ich habe 11 Tränke, danke. Ich wollte gerade sagen, Und hier werde ich sicher kein Pokémon verlieren, nur wegen einem scheiß Crit oder so. Mit dem zweitletzten Ball, ey. Ach du Schande. Pampas erreicht Level 8. Shiggy bekam jetzt einen Eintrag. Ach du Scheiße. Ich habe für das Ding nur einen Namen. Aber leider passt der ja, glaube ich, nicht rein. Panzerschrank. Aus welchem... Also wo habe ich den Namen her? Panzerschrank. Es gibt nur einen Ort, wo es den gab. Wer es weiß, Jackpot. Ach du Schande, ey. Aber somit habe ich eigentlich schon das perfekte Pokémon für die Arena. Aha. Felilo. Taubsi, du kannst direkt dich verpissen. Aha. Eieiei. Nee. Ich brauch dringend Bälle. Nochmal sowas und RIP. What the fuck? Die haben ja Pokébälle richtig runtergeschraubt. Also richtig, richtig. Das ist ja richtig angenehm. Also wirklich fett angenehm. Kein Wunder. Bei dem Schrott hier. Heieiei. Das war mir gerade zu knapp. Skoppel. Du bist noch normal, Typ. Oh Mann, Pampas, immer du vorne. Polaris.
Alles klar. Niedertracht geht zwar nicht, aber... Was bringt dir das genau? Also... Man hat ziemlich die Werte erhöht. Weil so viel Schaden hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das macht. Vor allem wegen, wir sind underleveled. Viseor. Oder Visor. Kratzer. Oh nee, Gesichte. Uff. Ein Egler. Kommt dann Walzer oder was? Ich weiß gar nicht, wie Gesichte funktioniert. Nachtnebel. Ich habe doch keine Ahnung. Und Nachtnebel macht halt fix Schaden anhand des Levels. Ja, nee, nee, nee. Niedertracht ist besser. Dann Zickzacks. Dann würde ich hier auch auf Kratzer klicken. Warum drückt es nicht irgendwie mal Kratzer oder so? Sorry, jetzt critte ich halt mal. Sorry, Bro. So. Das war's komplett. Und wir brauchen das Training außerordentlich. Klar werde ich mir noch Sonderbonbons cheaten, um auf Arena-Leiter-Level zu sein, aber alles gut. Eisenschädel-Stab. Mit Flinch-Garantie teilweise. Nicht. Dachte, das sinkt die Init. Käferbiss. Gut, ist neutral wegen dem Stahltyp. Hornliu. Alles gut. Einfach wieder Zen Headbutt und fertig. Ja, das war's komplett. Ist einfach ein bisschen übertrieben, dass ein Tarnhell schon auf dem Level Eisenschädel und Zen-Kopfstoß hat. Aber, Freunde, es hat deinen Hintergrund. Und zwar folgendes. Die in der Arena haben zum Teil schon, jetzt in der ersten Arena, sowas wie Hyperstrahl, sowas wie... Lux Calamitatis oder was auch immer. Also die Hack-Entwickler dachten sich,
So, warum schwach beginnen, wenn man auch stark beginnen kann? Na, also, die erwarten jetzt alle Aquaknarre, ich drop mal eine Hydropumpe, ne? Genau das ist ihr Ding, ne? Und warum sollte man erst ab der dritten oder so mega sein führen? Nein, wir führen einfach schon ab der ersten Arena, ne? Wir führen erst einfach schon ab der ersten Arena mega sein. So sind die Hack-Entwickler drauf, ne? Oder was noch besser ist, die haben Radical Red nachgespielt. Und ich meine, ich glaube zu wissen, dass in Sephirons Ding Doppelkämpfen teilweise zwei Megas waren. Na? Also ich meine, zwei auf einem Streich. Na? Nicht irgendwie. Ja, ein Einzelkampf, jedes Pokémon ist ein Mega. Das ist ja nicht hardcore genug. Nein, du machst einen Doppelkampf, wo einfach jeweils ein Trainer einfach ein Mega hat. Richtig üble Scheiße. Also, ich hoffe, die haben das so gelassen. Ich möchte mal gucken, ob ich es außerhalb von Radical Red auch hingedeichselt bekomme. Sowas geschissen zu kriegen. Abmarsch. Ab ins Gesicht. Duselgur. Eisenschädel. Hopp. Das ist easy. Da hat einfach mal alle Vogeltypen. Das finde ich so geil. Oder so ziemlich alle hier. Ja gut. Irgendwie hatte Kira gar keinen Bock mehr. Und ich werde es auch so machen, dass ich die Bären, die ich hier kriege, einfach maximieren darf. Weil die kann ich jederzeit anbauen. Das heißt, Siedelbären und Piercive-Bären darf ich jetzt unendlich mal haben. Weil das ist einfach nur ein Zeitspiel. Ne? Das ist wie bei Sonderbonbons. Das Beste ist ja noch, dass Sonderbonbons heißt ja, oh, lame. Aber wenn ich jetzt trainieren würde im Gras, würde ich noch EV generieren. Das heißt, ich wäre im Vorteil. Wenn ich nur Sonderbonbons drauf klatsche, sind die EVs weg. No. Also, ganz klar. Moment mal. So, ich hoffe jetzt passt. Aber jetzt laufen die Kämpfe wieder mal astrein, muss ich sagen. Wir haben schon 30 Minuten, Freunde. Niedertracht. Ja, ist ein 80er Stab, ne? Molly Morba. Alles klar. Niedertracht. Yes. Easy. Schallquap. Ja, ja, kann nerven, aber nö. Niedertracht, weg. Game over.
hat dich ja deine Karriere angekurbelt. Ja, was soll ich sagen, ne? Komm, wir holen noch Heiko. Kommen jetzt die Papinellas raus. Ist, wie ich das noch im Kopf habe. Let's go. Verpiss dich. Dankeschön. Weiß nicht, Pokémon noch gleich. Papinella, oder? Am besten schaue ich nachher mal in meinen Pokédex, nur um die zu gehen. Das ist auch schon das Ende von Route 102. Das ging schneller als gedacht. Ja. Was? Alles klar. Ja, ich glaube, hier gibt es die Starter, ne? Ja, ich glaube, das so textlich wurde nicht geändert. Lass uns in die Arena mal miteinander reden, mir nach. Hast du etwa alleine hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Hey, Heiko hat ja. Hey, Super Saiyajin Haare, ne? Hat einige Pokébälle erhalten, warum ich nicht? Ja, kein Gesicht. Der gesichtslose Heiko, ey. Alles klar. Jetzt hat er wieder ein Gesicht. Achtung. Hat er jetzt hier wenigstens ein Gesicht? Dass man den Scheiß nicht skippen kann. Charles Patrick, hast du das Ding nicht rausnehmen können? Oder also beispielsweise einfach überspringen können in den Scheißkampf? Ja, alles gut. Scheißt mich schon im normalen Spiel immer an. Ah, Digga, Patrick. Das hättest du doch tun können für mich. Für uns. Die Schlingel-Community. Eieieiei. Na los. Fang den Scheiß. Wisst ihr, er schmeißt das Trassler sowieso weg. Ja, kleiner Spoiler am Rande. Wenn Charles Patrick das gelassen hat, dann schmeißt er seinen scheiß Trassler weg. Und hat dann ein Togepi, also in dem Sinne einfach das dritte von den dreien. Weil ich glaube, Mike hat ja jetzt Tarnhill. Dann wird er irgendwie zur Ruhe haben oder so. Ja, ich muss die nicht kraulen. Ich kraule gleich dich, ey. Nicht weit von hier befindet sich.
Ja, schade. Da sind einige Textpassagen irgendwie wieder normalisiert worden. Das finde ich richtig schade. Ja, eigentlich bin ich dumm. Nein. Eisenschädel willst du nicht einsetzen. Oh Gott, Phlegmon. Oh my goodness. Oh Scheiße, ist das geil. Phlegmon. Du wirst gefangen, aber sowas von. Feenbrise. Und wie tanky du bist, Bruder. Selbst ein Crit hättest du überleben müssen. Beutel, Bälle. Komm, Premierball. Nur für dich. Bingo. Das ist mein Phlegmon, ey. Ist mir egal, ob es nicht bekannt ist. Jetzt holen wir im Wald noch einen Encounter. Was haben wir hier eigentlich für Bären? Gut, das ist ein Zeichen für mich zum Speichern. Weil ich keinen Bock habe auf den Scheiß. Gut, PSF-Bären. Wieder Sinelbären, okay. Also mich interessieren die PSF-Bären mehr. Ey, das funktionierte trotzdem. Wusste ich gar nicht. Weil das sind sogenannte Extra-Encounter. Wow. Ja, nee, kann ich eh vergessen. Ein verschenkter Encounter, weil hier kannst du den nicht so entwickeln. Man müsste ihn tauschen können. Sorry, Bro. Das wusste ich nicht, dass ich das jetzt kann. Weil das letzte Mal hat es nicht funktioniert. Na. Was jetzt los ist, keine Ahnung. Oh mein. Das ist ein Weibchen. Ne. Ich hasse dich, Bummels. Warum? Wie kannst du es wagen? Lilminip. Nee. 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 Bummelt, komm zu mir. Bro. Der Blutzucker juckt mich auch nicht. Es wäre sogar ein Männchen. Nee. So Standard-Scheiß will ich nicht nehmen. Aber Evolit-Mundtier. Übelst krank. War das der 1%-Encounter hier oder was? Ja, ich kann mich entscheiden, ob ich einfach das nächste nehmen möchte oder halt, jetzt darf ich dafür auch, wenn hier ein, sage ich jetzt mal, Mega Rayquaza auftauchen sollte, darf ich das nicht mehr nehmen. Ich darf jetzt nur noch Bummels encountern. Oh, Scheiße. Ich hab den 1%-Encounter erwischt. Bummels. Komm schon.
Mach keine Scheiße. Gnes, das wäre auch so ein richtig geiles. Vor allem gegen die nächste Arena und die übernächste. Ich darf's nicht fangen. Immer noch nicht. Es tut mir so sorry, Bro. Wärst du zu Anfang gekommen? Knilz bietet sich gerade an, ne? Aber ich darf nicht. Das ist so assi. Es tut mir weh, Mann. Aber Bummels. Ich hab mich für sonst müsste ich Lil mitnehmen. Sonst müsste ich fucking Lil mitnehmen. Erbis. Das wäre auch ein richtig geiles Pokémon. Dürfte ich sogar auch nehmen wegen männlich. Paragoni gibt's hier auch. Es gibt hier alles, ey. Ach ja, Freunde. Ich fange das jetzt mal offscreen noch in männlich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Sonst geht die Folge noch länger. Es gibt hier die Affen. Alles klar. Wo hast du Sodamak und Vegimak gelassen? Hä? Alles klar. Mal gucken, ob die KI so dumm ist. Na. No. Juckt nicht. So. Ich möchte einfach dieses scheiß Bummels haben. Und es kommt nicht. Naja, gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns. Tödelö.